Die Realisation der persönlichen Hölle ist das Gefängnis der Individualität. Wobei Individuum heißt ja das Unteilbare. Na, ich meine, die Hölle der persönlichen Begrenztheit. Leben in der Idee, ein Ich bin wert zu sein, ein Mensch. Ich und meine Umwelt in der Trennungsidee zu leben. Und schon das ist die Hölle. Und aus diesem Erlebnis, sich getrennt zu fühlen, kommen höchstwahrscheinlich die ganzen Ideen von Hölle, dass irgendwann mal, wenn man, dass irgendwann mal eine noch schlimmere Hölle eintreten könnte. Doch der Witz ist ja, nur solange es diese Idee gibt, oder dieses energetische Erlebnis von sich zusammengezogen oder komprimiert in eine Form zu fühlen. Nur solange es ein Ich gibt, ein Besitzer von Leben, einen Erfahrenden, kann es ja auch nur die Idee von Hölle geben. Weil wenn es keinen persönlichen Erfahrenen mehr gibt, oder auch keinen unpersönlichen Erfahrenen, wie auch immer, wenn der Erfahrene als eine weitere Erfahrung in den endlosen Erfahrungen erlebt, gesehen wird, wer sollte dann noch eine Hölle erleben? Und wenn dann Hölle auftaucht als Erfahrung, schrecklich, 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 hat die Hölle doch selbst mit sich kein Problem. Die Hölle wird nur zum Problem, wenn einer in ihr ist und aus ihr raus will und sie nicht haben will. Genauso wie mit dem Schmerz. Der Schmerz ist an sich kein Problem. Der Schmerz wird erst zum Problem, wenn es einen gibt, der sagt, das ist mein Schmerz und nein, den will ich nicht. Ansonsten ist Schmerz auch eine vergängliche Erfahrung wie Freude. Also. Die Realisation der persönlichen Hölle gibt es nur in der Idee, indem es mich gibt. Und sobald es mich gibt, bin ich verrückt. Dann gibt es mich und dann habe ich Angst, es gibt mich nicht. Also bin ich in dem Spiel von Sein und Nichtsein. Und nicht mehr das Wesentliche, was schon vor der Erfahrung von Sein und Nichtsein das ist, was es ist.